glaube, dass das sehr wichtig war für die Zukunft des Vereins, weil wir erst jetzt natürlich ein gestärktes Präsidium haben und wir jetzt auch uns vollständig auf die Aufgaben konzentrieren können, die jetzt für uns kommen. Die neue Satzung bedeutet nicht besonders Neues für den Verein, weil für uns ist diese Satzung ja bereits seit einem Jahr in Kraft. Im Wesentlichen bedeutet es natürlich das Mitgliederwahlrecht. Das heißt, wir werden auch jetzt zügig eine Mitgliederversammlung einberufen, um dann über die Themen, die im Verein anstehen, mit unseren Mitgliedern demokratisch zu diskutieren. Der Herr Ziegler hat ihm gesagt, dass das seine Meinungsäußerung war, dem Herrn Maider zu sagen, mit dem offensichtlichen Klagen aufzuhören, weil das dem Verein nichts bringt. Und hat auch klargestellt, dass das nicht von mir kam, sondern dass er das zu dem Herrn Maider gesagt hat. Weil der Herr Maider hat ja den Herrn Ziegler angerufen und um einen Termin mit mir gebeten, den ich aber nicht wahrnehmen wollte. Das war, glaube ich, irgendwie so 3 Tage vor der Wahl, wenn ich mich recht erinnere. Ja, die nächsten Schritte sind, ich hoffe, dass wir jetzt mal so ein Stück weit Normalität wieder haben in unserem Verein und dass wir uns eben auf unsere Arbeit konzentrieren können, und zwar unsere Arbeit für den gesamten Verein und uns nicht mehr mit Rechtsanwälten und irgendwelchen Akten auseinandersetzen müssen. Es geht halt auch darum, jetzt den Verein weiterhin auf eine gesunde Spur zu bringen, weil alles, was wir die letzten Monate erlebt haben, war nicht gesund. Also diese kriegerischen Auseinandersetzungen sind ja fürchterlich für einen Verein. Ja? Und die haben ja letztendlich auch weder dem Herrn Giermaier noch dem Verein irgendetwas gebracht. Und wir hoffen, dass wir weiterhin mit Ruhe und Bedächtigkeit am Umbau unseres Vereins arbeiten können. Und auch dafür sorgen können, dass auch unsere Profimannschaft wieder in Bereiche der Tabelle kommt, wo wir sie gerne sehen möchten.